Die Hörspieljury. Wir hören selbst dann noch hin, wenn andere schon längst abgeschaltet haben. Aufnahme läuft. Oh, ich bin so aufgeregt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Hörspieljury. Und bei mir ist der Mann, der auch mal ein feuriges Auge hatte, aber die Tropfen gegen Bindehautentzündung haben gut geholfen. Bei mir ist der Jay. Ja, hallo, hier bin ich. Und natürlich, ihr habt es schon gehört, ist wie immer mit dabei mein Mitjuror, Müxin. Hallo. Heute sprechen wir über den 200. Fall der drei Fragezeichen. Feuriges Auge, die Jubiläumsfolge. Peter und Bob sind äußerst alarmiert und besorgt, denn Justus Jonas ist verschwunden. Ihr gesamtes detektivisches Geschick ist gefragt, um die Spur des ersten Detektivs aufzunehmen. Sie finden heraus, dass sich Justus mit einem alten Fall beschäftigt hat, der in fiktiver Drei-Fragezeichen-Zeit schon 4 Jahre zurückliegt, in realer Hörspielhörerzeit jedoch bereits unglaubliche 40 Jahre alt ist, mit dem feurigen Auge. Welche Gefahr geht heute noch von dem verfluchten Edelstein aus? Was wurde eigentlich aus Rama Sitri Randur? Was hat es mit dem zweiten Heiligtum aus dem Tempel der Gerechtigkeit auf sich mit der silbernen Hand? Und welche Mysterien verbergen sich in der kürzlich entdeckten Geheimkammer in Pleshiva? Ja, viele Fragen und die Antworten und vieles mehr erfahren wir im 200. Fall der drei Fragezeichen. Ja, ich spreche in meinen Reviews ja immer viel über die Produktionsweise, über die Inszenierung, über Atmosphäre, über Sounds und Effekte und Musik. Ich möchte das Ganze heute möglichst kurz halten, denn die Produktionsweise ist allgemein bekannt, jeder weiß, was Trumpf ist. Auch der 200. Fall wurde wie alle anderen Fälle in den letzten 40 Jahren von Studio Körting produziert und da weiß man ja, was man hat. Besondere Quantensprünge sind da nicht zu erwarten. Bei Studio Körting geht man immer voll mit der Zeit, beziehungsweise ihr im sicheren Abstand hinterher. Das meine ich gar nicht despektierlich. Es ist halt die gute alte Studio Körting Hausmannskost. Die schmeckt, die macht satt, die ist bekömmlich. Der fehlt aber auch immer so ein bisschen der besondere Pfiff. Zumindest in den letzten 20, 30 Jahren. Die Idee ist ja nicht dumm, einen alten Fall nochmal zu nehmen und die Geschichte weiterzuspinnen. Hier wird der Fluch des Rubins thematisiert, eine Lieblingsfolge von mir, aber auch ein anderer Fall, Folge 100, Toteninsel, das ist ja auch ein sehr beliebtes Hörspiel, wird hier noch einmal thematisiert. Die Idee ist auch nicht neu, so etwas gab es in der Vergangenheit auch schon gelegentlich, zum Beispiel beim Jahrhundertstein oder bei Geheimakte UFO. Bei Europa und beim Kosmos Verlag weiß man natürlich, dass es gerade diese alten klassischen Folgen sind, die das Fundament für den noch heute anhaltenden Erfolg der drei Fragezeichen bilden. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass uns diese alten, kultigen Folgen immer wieder begegnen. Zum Beispiel damals, als die drei Fragezeichen auf Tour gegangen sind und den seltsamen Wecker dargeboten haben oder den Superpapagei. Oder denken wir nur mal an das Planetarium-Special mit der schwarzen Katze. Oder sei es auch in Form von diversen Merchandise-Artikeln. Immer diese alten Folgen begegnen uns wieder. Es geht bei den drei Fragezeichen halt nicht nur um den Kommerz. Es geht auch ums Geld, um die Kohle, aber auch um die Kunst des Geldverdienens. Aber ich merke, ich schweife schon wieder ab. Das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Das feurige Auge war das Thema, ja genau. Die Geschichte hat mir ziemlich gut gefallen. Es sind viele gute Ideen enthalten und Highlight-Szenen. Jetzt habe ich aber auch schon öfter mal gesagt, eine gute Buchvorlage garantiert noch lange keine gute Hörspielproduktion. Man hätte die Buchvorlage nehmen können, den Stoff komprimieren können und dann wäre es vielleicht eine spannende Hörspielproduktion geworden. Ja, ich mache es mir hier schon wieder im Konjunktiv gemütlich. Was hat man getan? Man hat die 3 Bücher von André Marx genommen und daraus 4 Hörspiel-CDs produziert. Mit einer Spielzeit von fast 5 Stunden und ohne die erforderlichen Kürzungen im notwendigen Umfang, muss ich leider sagen, ist dieses Hörspiel für mich so erfrischend und spritzig wie ein Vollbad in der Müllpresse. In den ersten 1,5 Stunden begleiten wir in erster Linie Peter und Bob, wie sie sich langatmig durchfragen und recherchieren, um Justus Jonas aufzuspüren. Und als sie ihn endlich gefunden haben, da hätte ich gerne laut applaudiert, aber es ging nicht, weil ich so heftig gähnen musste. Ja, wenn ich so ein Hörspiel wie das feurige Auge hören soll, ohne einzunicken, dann muss ich mich nebenbei mit irgendetwas beschäftigen. Anders geht das nicht. Aber womit beschäftigt man sich? 4 Stunden und 55 Minuten. Naja, man kann natürlich das komplette 2000-teilige 3-Fragezeichen-Puzzle puzzeln. Man kann aber auch Tante Mathildas Kirschkuchen nachbacken, aufessen und dabei feststellen, wo das vermisste 2000. Puzzleteil geblieben ist. Man kann sämtliche Gipsbüsten von Horatio August aus Kartoffelsalat modellieren. Man kann sich ganz schicke Zöpfe flechten im Intimbereich. Ich habe das alles gemacht. Das Problem war nur, man hat immer noch 3 CDs über.
Liebe Hörspielnation, was ich damit eigentlich sagen möchte, mir kam das Hörspiel verdammt lange vor. Dennoch muss ich sagen, das Hörspiel hat seine charmanten Momente. An einigen Stellen ist es sogar ganz witzig. Ich habe mich sehr gefreut über ein Wiederhören mit Stefan Krischinski in seiner Rolle als August August. Dieses Hörspiel geht ab wie ein feucht gewordenes Tischfeuerwerk. Das liegt an seiner Langatmigkeit. Und deshalb kann ich dem Hörspiel hier heute leider nur eine Teilnehmerurkunde ausstellen. Und mein Hörspieldaumen zeigt in die Mitte. Und damit übergebe ich an Jay. Ja, vielen Dank, Myxin. Ich stelle fest, wir haben doch das gleiche Hörspiel gehört. Da bin ich sehr froh drüber. Du hast dich schon sehr lang hier eben gerade über die Länge des Hörspiels ausgelassen. Mit einer gewagten Schnittschere hätte ich wahrscheinlich dieses Hörspiel auch auf. Eine angenehme Hörzeit von vielleicht 90 Minuten zurechtschneiden können. Wir hätten, glaube ich, auch nicht so viel vermisst. Ich habe mich gefreut, als Justus wieder da war und ich so dachte, ja, endlich, das Thema ist durch, der Fall ist zu Ende. Und dann so, ach nee, wir müssen ja jetzt noch nach Indien. Jo, jetzt schicken wir mal ein paar noch nicht erwachsene Jugendliche zusammen mit einem uralten Schauspieler nach Indien. Na, die Eltern möchte ich mal beim Jugendamt sehen, die das machen. Okay, nehmen wir einfach mal so als Idee hin, dass das möglich ist und schauen uns mal den Rest der Geschichte an. Wie du schon gesagt hast, sehr, sehr lang. Sie hatte ihre Momente, ja, da gebe ich dir auch recht, die Idee erstmal in so einer Quecksilbermine anzufangen bei einer Besichtigungstour und die dann auch nochmal geschickt in den weiteren Verlauf der Handlung einzubinden, fand ich ganz nett. Aber, wie gesagt, viel zu lang. Das Hörspiel kommt mit 30 Sprechern daher, auch mit vielen bekannten Namen. Natürlich neben den drei Jungs sind noch andere dabei. Du hast Stefan Krischinski schon genannt. Ich möchte ganz gerne an dieser Stelle auch nochmal Till Hagen nennen, der Gabriel White spricht. Und an dieser Stelle möchte ich leider sagen, liebe Hörspielmacher, besetzt Rollen doch nicht immer so vorhersehbar. Für mich zumindest steht Till Hagen, das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, gerne mal für den Bösewicht. Das liegt vielleicht auch an seiner schnorrigen Stimme, die er gerne einsetzt. Das soll jetzt nicht despektierlich sein, dafür ist er ein Stück weit auch bekannt meines Erachtens. Aber für mich war durch den Einsatz von Till Hagen klar, wo der Hase lang hoppelt. Mr. White konnte da so nett sein, wie er wollte am Anfang des Hörspiels. Atmosphärisch hebt sich meines Erachtens dieses Hörspiel keinen Bruch. Mir ist die historische Verliebtheit von Heike Dine Körting in die klassische Produktion dort natürlich auch bekannt. Und dann habe ich halt keine 32 verschiedenen Tonspuren, in denen sich eine dichte indische Atmosphäre widerspiegelt, sondern mehr so, ja, das, was uns dann hier in diesem Hörspiel geboten wird. Wer bei dieser Jubiläumsfolge hofft, neben einem Verweis auf diesen historischen Fall, den ich im Übrigen auch sehr gerne mag, den Fluch des Rubins, auch ein Rätsel wieder richtig zu bekommen. Ja, es ist ein Rätsel irgendwo da. Es kommt auch ganz zum Schluss in Indien noch zu tragen. Aber dieses typische Drei-Fragezeichen mitfiebern oder wie man es beim Fluch des Rubins auch gewohnt war, man muss erst mal gucken, wo der Rubin überhaupt versteckt ist. Durch dieses Rätsel, den zu finden, über Irrung und Wirrung, der wird hier enttäuscht. Wir haben es hier über weite Strecken nur mit einem Hörspiel zu tun, in dem es darum geht, wo ist Justus Jonas abgeblieben, wo ist Gabriel White, wo ist das feurige Auge, wo ist die silberne Hand. Ja, aber so richtig Spaß machen tut es nicht. Lassen wir es da einfach fünfmal auf eine historische Folge basieren oder auch nicht. Im Endergebnis hat dieses Hörspiel nicht für mich gerockt. Okay, damit uns keiner vorwirft, dass wir hier auch eine 5 Stunden lange Hörspieljury machen, an dieser Stelle mein Ergebnis. Liebe Hörspielmacher, fasst euch kurz, dann gibt's auch einen besseren Daumen von mir, denn insgesamt konnte mich dieses Hörspiel nicht so richtig überzeugen. Wer mich aus den Hörspieljury-Volumes schon kennt, der weiß, dass ich doch ein sehr ambivalentes Verhältnis mittlerweile zu den drei Fragezeichen habe, muss aber auch an dieser Folge eingestehen, es ist nicht ganz so schlimm wie die ein oder andere Folge, die wir in der Vergangenheit schon besprochen haben. Und deswegen zeigt mein Hörspieldaumen gerade noch so auf eine mittlere Position. Und damit übergebe ich ans Funkhaus. Ja, Jay, es ist ja irgendwie total irre, dass wir schon 203 Fragezeichen-Folgen verzeichnen können, von den ganzen Specials mal abgesehen. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange das noch so weitergehen soll. Also ich habe mal gehört, dass die drei Fragezeichen noch mindestens 10 Jahre nach dem Weltuntergang weiterlaufen sollen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass viele erwachsene Hörer, die die drei Fragezeichen aus frühester Kindheit kennen, die aktuellen Folgen oft gar nicht mal so toll finden. Und sie häufig auch nur einmal
mal hören, während klassische frühe Folgen häufiger zu Ehren kommen und gehört werden. Warum fällt es den Leuten so schwer, den Absprung zu schaffen und mit so einer alten Tradition zu brechen? Wäre Folge 200 vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, um diesen Absprung zu wagen? Oder kann man sagen, also wer jetzt so lange dabei geblieben ist bei den drei Fragezeichen, der kann jetzt auch noch die restlichen Lebensjahre mit den drei Fragezeichen durchziehen? Es ist spannend, dass du gerade diese Frage stellst. Vielen Dank. Warum die Leute keinen Absprung finden, gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe. Ich könnte mir vorstellen, erstens, Eskapismus bedeutet, ich kann mich in die Drei-Fragezeichen-Welt zurückziehen, die ist nicht so böse wie die ganze Welt da draußen und das sind meine drei Jungs, die kenne ich und ich finde das ganz kuschelig, wenn der Papagei kräht. Ach nee, Blacky ist ja kein Papagei. Also, oder die Motorsäge auf dem Schrottplatz zu hören ist, dann ist für mich alles in Ordnung und ich kann hier abhauen aus meiner armen, traurigen Realität womöglich. Das kann ein Grund sein. Sammelfieber. Ich muss die drei Fragezeichen-Folgen haben. Als CD, als Kassette, als LP, als Picture-Vinyl. Dann nochmal im CD-Sammelschuber, den Toaster. Und jetzt höre ich mich so langsam an wie bei Glücksrad damals. Und den Lippenstift noch bitte. Danke. Kann auch ein Grund sein. Also es gibt viele verschiedene Gründe, warum die Leute wahrscheinlich nicht abspringen. Ich habe es schon immer gekauft, ich kaufe das einfach weiter. Fällt dir noch ein Grund vielleicht ein, warum immer noch weiter gekauft wird, immer noch weiter gehört wird? Vielleicht auch einfach nur Gewohnheit. Das spielt schon so ein bisschen in das hinein, was du gesagt hast. Auch ich habe die immer gekauft, warum soll ich denn jetzt aufhören? Dann wäre ja die Sammlung unvollständig. Aber diesen Eskapismus, den kann ich doch auch wunderbar ausleben mit den ganzen Folgen, die ich schon habe. Es gibt natürlich auch viele Drei-Fragezeichen-Fans, die sich nach wie vor auf jede neue Folge freuen und die mit Genuss hören und ihnen sei das natürlich genauso gegönnt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wer jetzt zum Beispiel 20 Jahre alt ist und Drei-Fragezeichen-Fan ist, der ist vielleicht gar nicht mit den Folgen 1 bis 40 groß geworden, wie das bei uns damals gewesen ist, sondern der kennt vielleicht die Folgen, keine Ahnung, 110 bis 130 und sagt, das sind meine Drei-Fragezeichen-Folgen. Und die stehen dann für ihn als die klassischen Folgen. Womöglich. Also das kann auch noch mit einem Grund sein, vielleicht auch, warum auch jüngere Leute vielleicht sagen, ach ja, ich habe da gar nicht so das Problem mit den drei Fragezeichen. Carsten Bohn kennen sie sowieso nicht, das haben wir auch schon erlebt. Wie, es gab mal eine andere Musik bei den drei Fragezeichen. Ja, woher soll das jemand wissen, der heutzutage 20 Jahre alt ist und sich das Ganze als Download oder Streaming im Netz organisiert? Wie schon mehrfach gesagt, eine alte Folge wurde aufgegriffen und weitergesponnen. Was auch schon öfter vorkam, war, dass populäre Figuren aus der Vergangenheit wieder aufgetaucht sind. Ja, ich glaube, das ist ein einfaches Erfolgsrezept. Das kann man mögen. Vielleicht kann man es auch so empfinden, dass das nicht besonders inspiriert ist und etwas rückwärtsgewandt. Wie empfindest du das oder was würdest du alternativ gerne in den Geschichten geboten bekommen von heute? Ich bin ja groß geworden mit den drei Fragezeichen, genau wie du auch mit den klassischen, wo es sehr viel um Rätsel, um Mysterien ging, um vermeintlich übernatürliche Sachen. Gerade die Rätselrallyes haben für mich als Kind damals einen doch sehr nachdrücklichen Eindruck hinterlassen. Ich habe mitgerätselt und man konnte ja auch miträtseln, zum Beispiel beim seltsamen Wecker. Bei dem Fluch des Rubins hatten wir ja auch damals einen Rätseltext, der letztendlich zum feurigen Auge geführt hat. Und ich habe so gedacht, Mensch, jetzt gibt es den Dreiteiler, das feurige Auge. Wer weiß, vielleicht stellen die ja fest, die Jungs, dass sie damals den Fall gar nicht richtig gelöst haben und dass es irgendwo noch einen weiteren Rätseltext gibt und dass es vielleicht sogar noch ein zweites feuriges Auge gibt. Ich meine, so Augen kommen ja häufig auch in Paaren, wenn man so mal in den Spiegel schaut zumindest oder in sein Gegenüber, was einem da so gerade anschaut. Ne? Hallo Myxin, zwei Augen, passt. Verrat doch nicht so viel Privates über mich. Ja, ist ja okay. Jetzt wissen alle, wie viele Augen ich habe. Ja, aber das wäre ja zum Beispiel eine Idee gewesen, wo man nochmal nett auch so eine Rätselgeschichte aufgreifen könnte. Denn machen wir uns nichts vor, es sind nur 4 Jahre vergangen ungefähr und nicht 40. Das heißt, die Spur könnte immer noch relativ heiß sein, um das feurige Auge Teil 2 zu finden. Das feurige Auge ist wieder in Indien, zusammen mit der silbernen Hand. Gabriel White wird voraussichtlich nie wieder gesehen. Das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um diese Hörspiel-Jury-Volume zu beenden, denn Myxin wird jetzt noch abschließend sagen: Wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, das heutige Hörspiel führt zu Werwolf-Verwandlungen und spontaner Selbstentzündung. Hier ist die Hörspiel-Jury.